Moin, moin, Matrosen und Matrosinnen. Hier sind der Tommy von Too Crazy Games. Das ist der, der da drüben ackert. Hallo. Und der Klabbi von Klabautermann LP. Das ist der, der hier diese schräge Plattform baut. Boah, und hier ist immer noch ein Loch. Ich glaube, hier kann man zwar nicht durchfallen, aber... Ja, warte, ich komme gleich. Ich bin ja hier Lochstopfer. Na, dann gehe ich mal aus dem Weg und lass dich mal ja, die Socken ja, stopfen. Ja, wir müssen ja hier die... Ja, hier direkt hier drunter geht's nämlich runter. Und zwar richtig tief. Wo ist das Loch? Da. Ah, ich sehe es. Hier. Oh ja, ich sehe es. So, und ich glaube, ich muss in der Zwischenzeit noch ein bisschen von diesen Pflanzen hier abernten. Und dabei wahrscheinlich neue Löcher in die Oberfläche reißen. Weil eben gerade ist der Strom ausgegangen. Ich versuche hier so ein bisschen zu begradigen, dass wir hier halbwegs eine halbwegs gerade Basis irgendwie hinbauen können. Wir sind nämlich vor 2 Folgen sind wir nämlich auf einem neuen Planeten gelandet und haben zwar ein bisschen Krams und ein bisschen Equipment mitgenommen, aber den Großteil müssen wir uns hier dann doch irgendwie erarbeiten. Und das ist machbar, aber es dauert tatsächlich. So, und jetzt kann ich hier auf dieser Plattform unseren Schmelzer auspacken. Und dann können wir vielleicht, wenn wir Aluminiumerz finden, da auch dann irgendwann mal Aluminiumerz herstellen. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Im Moment können wir dann nur Kupfer herstellen. Aber wahrscheinlich auch mit einem großen Energieaufwand. Testen wir das doch mal. Huch. So, hier könnten wir jetzt tatsächlich... So, und ich nutze jetzt einfach diesen netten kleinen Fabrikator, um den Generator da anzuschließen. Dann kann ich hier das Kupfer hinpacken. Ja, es sieht alles mal sehr... Ja, der Klabbi, Ich bin eher für pragmatisch und erstmal ins Arbeiten reinkommen. Und Tommy ist eher so der ordentlich Mensch. Achtung, Sturm. Kommt er direkt auf uns zu oder geht er vorbei? Ja, das möchte ich erstmal nicht aus. Probieren. Liegen hier noch Verbindungen rum? So, da hinten brennt jetzt unser Schmelzofen und jetzt verpisse ich mich lieber auch mal in die Höhle. Die hat der Tommy gebaut und die ist wunderschön. Ja, die ist sehr, sehr schön geworden, Klabbi. Deswegen sage ich es doch. Ja, das ist wichtig, Freunde. Denn nur der eine wunderschöne Höhle baut, der kann von sich behaupten. Das Fiese ist halt, dass unter dieser Höhle drunter tiefe Löcher sind. Das heißt, wir können hier nicht den Fußboden groß abtragen. So wie in der letzten Folge. Da sind wir uns immer noch uneinig, wer verantwortlich ist. Ja, ich beweise, ich hab den Videobeweis. Ja, du hast den Videobeweis, dass du irgendwann durch den Boden fällst. Oh, wieder rein. Was denn? Oh. Steine, komm. Ja, ich sehe es. Also da draußen diese Quadrate, die da eben lang geflogen sind. Die kommen von diesem Sturm, der hier irgendwo ums Haus wuselt. Und man hält maximal 2 Treffer aus von diesen Steinen, dann fällt man tot um. Ja, und das sollte man, wenn möglich, vermeiden. Aber ich glaube, sie haben schon ausgesteint. Obwohl, ich habe Angst. Nee, rein. Kommen erst. Die kommen jetzt erst.
Ja, siehst du mal, wie gut, dass wir hier eine schöne beleuchtete Höhle haben. Aber hallo. Mann! Und wie gut, dass ich da draußen die Erzproduktion angeschmissen habe, bevor der Sturm losging. Dann haben wir nämlich jetzt schon Kupfer, wenn der Sturm vorbei ist. Genau, das heißt, mit Kupfer können wir Energieversorgungsmodule bauen. Ist der Sturm vorbei? Ja, er weht noch. Warte mal, bleib mal noch. Er zieht vor, er ist weg. Er zieht. Nee, der ist weg, ja. So. Und meine. Was auch fies wäre, wären zwei Stürme, die direkt hintereinander kommen. Na, das wäre natürlich mega. Oder mega Sturm, der doof die Richtung wechseln. Also, ein Grün an Stromversorgung. Ein sorgt Grün. Nicht. Ja, so. Jetzt hast du die Stromversorgung gekappt, Tommy. Nee, habe ich nicht. Doch, die ist umgekippt. Du hast das Windding hast du rausgerissen. Ach so, nein, hast du nicht. Die Stromversorgung ist umgekippt. Sag ich doch. So, und meine Intention war, hier so ein bisschen... Ja, aber guck mal, wie viel Kupfer der hergestellt hat. Viel? Ja, nee. Ja, warte mal, Klappi, ich will mal hier die... Ich will hier mal begradigen. Ein Stück. Der Tommy immer uns ein Schild machen. Ja, es muss ein bisschen halt, weißt du? Also, das ist jetzt ein Organisch, was da hinten in dem Generator verbrannt wird. Und das wird uns wahrscheinlich nicht mal mehr ein Kupfer herstellen. Also, wir brauchen irgendwoher viel Energie. Ja, abwarten, Tee trinken. Das kriegen wir alles hin. Haben wir nicht irgendwo noch so einen Generator? Ja, warte ab. Warte. Warte, Klavi. Ach, guck mal da. Tommy hat Solarzellen gebunkert. Ja, das nehme ich jetzt als Verbindungsteil. So, genau so. Siehst du? Und hier ist gerade schon wieder eine Verbindung kaputt gegangen. Warum auch immer. Wo denn? Ja, die hier. Wo der Strom zum Brenner hin durchfließen hätte sollen. Du meinst den Brenner, der da komplett schief... Genau, der einfach nur brennen soll, damit wir Kupfererz kriegen, damit wir weiteren Strom herstellen können. Mhm. So, genau mal. Den Brenner. So. Dann haben wir hier Platz. Noch haben wir noch eine Plattform übrig? Nee. Ja, pass mal auf, dann baue ich, wenn der Brenner durch ist, dann baue ich hier mal, lass uns mal kurz umbauen. Ein Stück. Wenn der Brenner durch ist, herzlich gerne. Was immer du umbauen willst. Ja, das, was du jetzt hier gebaut hast, würde ich gerne hier drüben hinbauen. Quasi hierhin. Bin ich sofort mit einverstanden, sobald der Brenner fertig gebrannt hat. Der Brenner ist fertig. Nein, der Brenner war fertig, weil die Energie alle war. Ach, Quatsch. Der Tommy. Aber ich könnte das Ding schon mal abbauen. Abbauen klingt gut. Pass auf. Das hier war ein kleiner Generator, ne? Nee, das ist ein kleiner Drucker. Kleiner Drucker hier? Ja. Okay. Aber den brauchen wir als Schlippelstück. Ja. Tommy, jetzt verbrennst du gerade unnötig organisch. Ich hab den noch gar nicht abgemacht. Na komm, dann bauen wir es jetzt gerade um. Jetzt, wenn dann passiert das automatisch. Wie, warum auch immer. Weil ich habe auch gar nicht dran gefasst. Ich auch nicht. Deswegen. So, warte mal. Ich halte es mal kurz an. Du musst es nicht anhalten. Wenn es keine Energie hat, tut es nichts. Ja, aber wie kann ich das hochnehmen? Ich fürchte, dafür muss das komplette Ding runterreißen. Ich würde halt gern das Kupfer fertig brennen. Und da kann man mit dem hier schon was arbeiten.
Wie nimmt man den? Vielleicht ist auch, weil der noch... Ach so, weil der noch mittendrin ist. Kann natürlich sein. Nee, das geht. Doch, es geht. Es kann natürlich sein, dass er den einen Kupfer jetzt hier noch fertig brennen muss. Ja, ist auch okay. Das kann er ja machen. Okay, mittelgroße Plattform. Okay. Ach, dann probieren wir doch jetzt mal was. Jetzt setze ich hier nebendran mal grün. Ob er sich dann eigenständig das Grün nimmt, wenn das eine aufgebraucht ist. So, kann ich aus dem Kupfer was herstellen? Eine Energieversorgungseinheit? Ich meine ja. Okay. Oder hast cool, du das geht automatisch. Oder hast du das gerade umgeplückt? Nee, du hast es nicht umgeplückt. Nee. Oder hast du irgendwas Spannendes vor? Nee, ich hatte das Kupfer zur Energieversorgung gedacht. Okay. Wobei, warte mal, wir können auch irgendwelche großen Solarzellen schon bauen. Also erforscht haben wir das schon. Aber wahrscheinlich brauchen wir da auch wieder einen Drucker für. Oh, was war denn das? Mach nochmal zurück, was war denn das? Die extra large Plattform. Zwei Aluminium. Ja, die haben wir noch nicht. Ah, hier gibt es einen mittelgroßen Drucker. Einen mittelgroßen Drucker. Da brauchen wir auch Aluminium für. Shit. Ja, wollen wir dann gleich mal, wenn wir es hier ein bisschen begradigt haben wieder, einfach mal gucken, ob wir irgendwo so Aluminium finden? Können wir machen, aber ich dachte, ich höre gerade wieder einen Sturm. Es ist halt echt Sturm, die Frage. Sturm, Sturm. Es ist ein Sturm? Ja. Dann habe ich den... War da übertönt von den Abbaugeräuschen. Das kann sein, ja. Ich schnapp mir mal einmal Kupfer, ne? Ja, mach ruhig. Und dann baue ich... Wieso packst du mir Sachen? Marvel, ey. Du bist so eine Nudel, echt. Ja, ich trau mich aber nicht. Soll ich Verlängerungen bauen oder? Kannst du Verlängerungen bauen? Ich könnte. Probier doch mal. Also ich habe auch noch nie damit gearbeitet, aber ich weiß, dass es gerade für diese Stromversorgung, um halt von unserem Hausdach runter zum Industriepark, um da den Strom hinzutransportieren, sind die, glaube ich, geeignet. Okay, wäre jetzt nur die Sache. Ach, guck mal. Zeig mal. Wie macht man, hä? Wie geht das? Warte mal, wie hast du die gebaut? Aus was für einem Material? Mit Kupfer. Ich schnapp mir mal einen und spiel mal damit. Wenn ich mit den. Kann man den noch aufheben? Oder ist Gesetz ist gesetzt? Scheinbar ist Gesetz gesetzt. Oder? Oh. Nee, man kann es aufheben. Wie denn? Ah, ach, nee. Du kannst es auch nehmen. Du kannst es auch in die Hand nehmen, wieder. Aber wie? Mit E. Also ähnlich wie mit den Verbindungen irgendwie. Ich muss... Hä? Ich bin verwirrt. Also ich kann bei dem hier halt... Ah ja, wie hast du das jetzt gemacht? Ah, okay. Ja, warte. Klappi, hör mal ganz kurz auf, bitte. Was sieht spannend aus, was du da baust. Ja, ich... So, warte mal. Es ist nämlich ein bisschen kompliziert tatsächlich. Ja, so sieht's aus. So, okay. Verrätst du mir, wie es geht? Also, du hast ähnlich wie bei den Verbindungen, die du mit T setzen kannst, ja, kannst du jetzt, wenn du jetzt einfach nur
den Strom dir nimmst. Kannst du mir mal einen geben, dass ich es dann auch probieren kann? Pass auf, nee, ja, okay, warte. Ich gebe dir mal die Verbindung, warte mal. Oder die Verlängerung, halt mal stille. Sturm. Aber wo? Hinter der Höhle und ich glaube... Ah ja, ich sehe es. Könnt ihr mir vorstellen, dass der zu uns kommt. Zumindest wird er nämlich nicht kleiner. Also sieht schon sehr beeindruckend aus, ne? Also ich weiß, dass er nach rechts fliegt, von mir aus gesehen. Vielleicht haben wir wieder falsch rum. Ich glaube, das sieht vorbei, oder? Ja. Aber vorhin waren kaum Stürme und jetzt töten sie uns fast. Ich glaube auch, er zieht vorbei. Na, oder eine gute Idee mit der Höhle hier oben, ne? Nur wenn sich das Sturmaufkommen wieder reduziert. Ja, ich sag mal so, unten hätten wir, glaube ich, gar keine Chance gehabt, irgendwie groß. Wir hätten halt diese Verbindung da entdecken müssen, die du mir jetzt wahrscheinlich gleich erklären kannst. Ja, also, ähnlich wie bei, also du stellst mit Kupfer, stellst du diese Verlängerung her. Im Rucksack. Okay. Ähnlich wie die Verbindung, die wir hier bauen. Aber du hast jetzt kein Kupfer mehr übrig. Ich habe das hast du eingeschmolzen. Ich habe mir eins davon genommen. Ich glaube, du hast mehrere Sachen eingeschmolzen. Ah, dann liegen die in der Hülle, die restlichen. Die habe ich in die Hülle geschmissen. Und wenn du jetzt einfach nur dir den Strom schnappst, warte mal, hier klemmt noch ein Kupfer dran. So. Und dann stelle ich mir mit dem Kupfer, stelle ich mir immer einen Rucksack. So, und dann könntest du... Verlängerungen her. Okay, das hat geklappt. Jetzt habe ich 5 Verlängerungen. Ja, und die kannst du jetzt nutzen. Und die nutze ich, indem ich den Strom nehme. Ah, dann kann ich den entweder irgendwo dran plöppen, wo er hingehört. Oder ich ziehe ihn so weit, wie es geht. Nee, das hat nicht geklappt. Ah, kurz bevor Ende ist. Kurz vor Ende taucht dann so ein Verbinder auf. Wieso kann ich diesen Schmelzer nicht mehr in der Hand nehmen? Und wie baue ich das wieder zurück? Ah, okay. Ja, und das war das Komplizierte, wo ich jetzt gerade so ein bisschen geknabbert habe, tatsächlich. Und was ist die Lösung? Du musst die, nehmen, aber nicht an den Anschlüssen anfassen, sondern an den, in der Mitte irgendwie. Ah. Das ist ein bisschen kompliziert, ist ein bisschen tricky. Aber ich glaube, wenn man den Dreh einmal raus hat, dann ist es okay. Ja, ich hab's, ja. Haben wir noch ein bisschen Kupfer hier? Dann baue ich nämlich nochmal ein... Am Brenner hängt noch ein Kupfer, aber halt nur einer. Dann baue ich mal ein Solarmodul, ja? Aber in der Höhle müsste auch... Ich habe gerade noch eins gefunden, ja. Ich baue mal noch ein Solarmodul. Was wir hier irgendwie mit drauf ploppen. Hier steht noch ein Solarmodul, was hier drauf geploppt ist. Ich schnappe mal das Windmodul hier. Ja. Ich glaube, wir können jetzt auch eine Plattform bauen mit einer Forschungseinrichtung. Weil wir hatten ja auch ganz unten lagen ja auch noch, ich baue mal eine mittelgroße Plattform. So, und meine Hoffnung ist, dass hier oben auf dem Berg mehr Wind weht. Und das heißt, ich versuche jetzt den Strom von diesem Windmodul mit runterzunehmen. Da war ja was. Das ist ja cool. Also diese Verbinder sind cool. Die sind zwar ein bisschen hakelig in der Steuerung. Ja, das wird vielleicht noch irgendwann mal verbessert oder so. Könnte ich mir vorstellen. Es ist gewöhnungsbedürftig, ja. Das stimmt. Na toll, und jetzt ist hier kein Wind.
Hast du eine Wind? Hast du Wind gebaut? Ich habe Wind auf dem Berg, also auf den, auf das Haus drauf gesetzt. Und setze jetzt mal noch ein Solarmodul daneben. Und dann wird's Nacht und dann funktioniert das auch wieder nicht. Na super. Das sieht aber auch wieder sehr experimentell aus, was du da treibst. Kein Gespür. Kein Gespür für Ästhetik. Klabbi. So, Mineralextraktor, Hydrazin, Forschungseinrichtung, ne? So, und du wolltest hier den Dings hier wieder abbauen? Eine Large-Plattform. Bauen wir jetzt erstmal. Haben wir zweimal Harz dabei? Tatsächlich, wo ist jetzt das Harz her? Also ich glaube, die Plattform selber, die bleibt im Boden verankert, wenn du sie mit Strom verbindest. Ja, habe ich auch festgestellt. Ja, da hast du recht. Und ich glaube, dass wir jetzt hier den Schmelzer nicht mehr von abbauen können. Der Schmelzer steht jetzt auch, der steht jetzt auch gut, so wie er steht. Siehst du mal, habe ich doch gut hingestellt. Ja, hast du super gemacht, Klabbi. So, das heißt, wir brauchen eigentlich Aluminium. Jetzt, wir müssten jetzt mal losziehen irgendwie. Ein paar Verbindungen bauen. Und Tommy, ja. Ich sehe unsere Landeplattform da drüben, das, was so rosa leuchtet, ja. Mit den drei Punkten. Und wenn ich aber in die Richtung, in die ich jetzt laufe, gucke, im Himmel, ist meiner Ansicht nach, ist das ein Stern oder ein Planet. Und zwar der Planet, auf dem wir gestartet sind. Oder vielleicht der, wo wir den Zwischenstopp gemacht haben. Das kann sein. Weil da ist auch irgendwas, was so eine Richtungsanzeige ist. Ja, irgendwas haben wir da, irgendwas war da, das stimmt. So, ich gehe mal gerade ein paar Blümchen abbauen. Ich brauche was Organisches. Wir müssen halt nur aufpassen. Ich gehe jetzt wieder runter. Und wenn du wieder hochkommst, kannst du diese Forschungsobjekte mitbringen? Ja, vielleicht. Wenn ich noch Platz und Luft habe. Oh, ich habe Laterit gefunden. Was war Laterit nochmal? Gucke ich gleich mal, warte mal. Ah, Tommy, ich habe deine Leiche gefunden. Sieht aus, als wärst du auf die Schnauze gefallen. Aber so richtig. Aber du hast ja gar nichts dabei. Was ein erbärmlicher Tod. Sturm. Oh, dann muss ich es noch rechtzeitig runter in unsere Höhle schaffen. Aber, der Wind funktioniert schon mal. Wir sollten hier oben wirklich diese Winddinger bauen. Das heißt, das, was ich gerade gebaut habe, liefert ordentlich Energie? Ja. Wisst ihr mal, war ich doch für irgendwas gut. Oh, ich glaube, der kommt wirklich hier runter. Ja, der kommt hier vorbei, der Sturm. Verlängerung, Kanister. Laterit war Aluminiumerz, Klabbi. Na toll, das wollte ich doch suchen. Erster. Dann sollten wir einen Extraktor bauen und dann ein Dingens. Ja, also Dingens finde ich ist sehr wichtig. Ja, das ist ultimativ wichtig. Sag ich doch. Naja, der Sturm ist mitten über uns. Sturm! Es stürmt! Ach.
Hier ist noch Gemisch. Nicht doch wer. Was denn? Ich bin in unserer Höhle gestorben. Warum? Aber das ist praktisch. Also wenn du in unserer Höhle stirbst, dann liegt da dein ganzes Zeug im Lager. Das ja, ist doch gut. Also da ist quasi jetzt ein Steinklumpen durch die Höhle durchgeflogen. Krass. Das darf ja eigentlich nicht sein, ne? Ja, Early Access. Die wollen halt nicht, dass du so vertrauensvoll bist und deinen Höhlenkonstruktionen traust, musst du die Wände wahrscheinlich dicker bauen. Dass er erkennt, dass er da nicht einfach lang fliegen kann. Der Lump. Das hier sieht aber auch sehr, sehr gut aus. So, die zwei Sachen habe ich mal eingesammelt jetzt hier. Ja, das geht aber gar nicht. So, wo ist denn jetzt, wo muss ich jetzt eigentlich lang? So, ich habe Pupspflanzen gefunden. So, warte mal, dann nehme ich was aus unserer Höhle direkt mit hoch. Na toll, jetzt ist dieses Objekt, was ich eigentlich mitnehmen wollte, ist hier runtergefallen. Hallo. Tag. Was sammelst du denn da ein? Energie? Mhm. Aber siehst du das, die Höhlen, die sind echt tief. Ja. Ich glaube, dieser ganze Planet besteht nur aus Höhlen irgendwie. Naja, ich gehe mal in die Höhle zurück und hole mal das restliche Zeug. Haben wir hier noch, Gott, ist das tief. So, welche? Hier, diese Schräge. Die müsste doch gut sein, um hier runter zu bauen. Da müsste ich doch nachher wieder hochkommen. Ach, jetzt habe ich natürlich eine andere Schräge. Oder ist das eher so eine Schräge, die ich dann runterrutsche? Ich weiß es nicht. Ich finde es nur schade, dass die Höhle nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Schade, schade. Aber du hast recht, der halbe Planet besteht echt hier irgendwie aus... Nur aus verschiedensten Höhlensorten. Ja. Erinnert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen an No Man's Sky irgendwie. Da gibt es auch manchmal so Planeten, die so komisch aussehen. Und es gibt viel mehr gefährliche Pflanzen, die an der Decke hängen. Da muss man auch aufpassen, ja, das stimmt. So, was ist das hier jetzt? Aha. Aber es hätte es auch schöner bauen können, ne? Was hätte ich schöner bauen können? Tommy will mich wieder ärgern. Was er eigentlich sagen will, ist, dass er mich ganz doll mag. Oh, jetzt macht sie Gift. Jetzt muss ich rennen. Und noch weiter rennen.
So, das ist die Large-Plattform. Heute muss ich mitten im gefährlichen Arbeitseinsatz jetzt plötzlich Verbinder herstellen. So, wir bauen dann mal als nächstes, wollen wir die Large-Plattform bauen. Drucker, Schmelzer haben wir, ne? Mineralextraktor, soll ich den Extraktor bauen? Als nächstes? Ich glaube, das ist eine sehr lohnende Erfindung, der Mineralextraktor. Ja, dann hole ich mal Gemisch aus der Höhle und dann bauen wir den als nächstes. Weil dann können wir nämlich Aluminium und sowas komplett herstellen und dann machen wir das genauso wie beim letzten Mal. Dass wir dann so ein Lager dran bauen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ein heiliges Lager, wo wir die ganzen Rohstoffe reintun, die wir genau. wir nicht verbrauchen. Ja, genau. Uns verrecken, selbst beim Sturm nicht. Richtig. Genau so muss es laufen, glaube ich. Ich glaube, mit Windkraft und Solarkraft kann man hier einiges reißen. Dann packe ich nämlich schon mal Laterit dahin. Auf die Plattform. Haben wir noch so ein Kupfer? Nee, jetzt haben wir alles verbraten. Ja, okay, dann müssen wir das nochmal suchen. Organisches. So, Boden. Bin ich jetzt hier gelandet? Gemisch. Das Gemisch wird knapp, deswegen packe ich jetzt mal ein Gemisch zum Extraktor hin, ne? Irgendwas habe ich hier gefunden. Was ist das denn? Das ist nochmal was anderes. Das zeigt er mir leider nicht an, was es ist. So, Extraktor ist gebaut. Ach, Laterit habe ich jetzt. Ich habe ein Laterit gefunden. Ah, gut. Ich hoffe nur, ich baue jetzt dem Tommy hier nicht unterm Arsch irgendwie Landmassen weg. Ja, weil ich gerade von unten an einer Lateritmine arbeite, die nach oben offen, also die dann an der Oberfläche endet. Ja, verstehe. Also wenn du in der Nähe einer Lateritmine bist und Abbaugeräusche hörst, dann, dann renn mal 5 Schritt zur Seite. Lauf. So, ich baue es jetzt nicht weiter ab, weil ich echt gnadenlos voll bin. Ja, das ist gut. Ich werde mal, Gemisch werden wir jetzt sowieso ein bisschen brauchen. Ich werde mal gerade, die Bodendinger mal leer machen. Die Bodendinger? Also ich komme jetzt hoch. Ja, die Kanister mit den, Und hoffe, dass mich kein Sturm erwischt. Und hier wäre noch ein Forschungsobjekt unten, was ich jetzt nicht mitbringen kann. Moment, wo muss ich raus? Verbindungen. Ich habe so viele Verbindungen dabei. Verlängerung ist okay. Das ist der Ausgang. Da liegt noch ein. Noch ein Dingens. Der voll ist. Ach, guck mal, hier in der Höhle wachsen sogar Pflanzen. Mittlerweile. Sturm. Ich finde den Weg zu dir hoch gerade nicht mehr. Der anderen Seite sein. Schlimmer Sturm? Ja, ich glaube, der zieht vorbei. Aber mich würde mal interessieren, ob... Ach Quatsch, ich laufe jetzt in die falsche Richtung. Ja, dich würde interessieren? Ich würde mich auch darüber freuen, wenn wir hier zum Shuttle irgendwie direkt eine Verbindung bauen würden. Also eine Brücke, dann könnte man... Die Brücke zum Shuttle.
Klingt wie ein... Ja, warum nicht? Ja. Das, was wir jetzt mit diesen wenigen Mitteln erreicht haben hier? Ich finde auch, wir sind eigentlich fast wieder auf dem Stand von drüben. Ja, noch nicht so ganz, aber... Okay, dann habe ich vielleicht zu hohe Erwartungen in deine Baukünste. Und dass du schon total viel weiter bist. Nein, Mann, so hier... Also du hast noch keine Forschungsstation gebaut? Nein, ich bin aber dabei, das ist jetzt, ich brauche noch eine Plattform und dann kommt da die Forschungsstation drauf. Ja, guck mal, da hast du jetzt ein erstes Forschungsobjekt. Ich habe schon eins. Hier oben. Dann bringe ich das in die Höhle. Betten Mainz hat mehr Bits. Bringst du mal zweimal Harz mit, bitte? Und packst es hier auf den... Junge. Du bist doch gerade in der Höhle, du Nasenbär. Ja, ich muss aber hier das ganze Ammonium und die ganze Kohle erstmal abladen. Mimi. Achso, können wir auch Harz herstellen? Ja. Dann packe ich einmal Harz zum heiligen Dingens. Ich stelle erstmal Harz her, dann haben wir erstmal hier noch Harz. Ups. Wie kann ich denn von meiner... Warum ist die Höhle dafür zu eng? Ich versuche von meiner Abbaupistole das Zeug wegzunehmen. Aber dann baue ich ab. Also, hä? Ich glaube, ich muss dafür vor die Tür gehen. Ich glaube, die Höhle ist zu eng dafür. Aluminium. Erz. Gib mir mal, wo hast du doch dieses grüne Zeug für das Kupfer? Weil wir müssen jetzt ein bisschen Zeug herstellen. Ich habe das Problem, dass ich das gerade nicht auswählen kann. Also wenn immer ich... Hä? Verbindung? Kohle? Du kannst von mir nichts wegnehmen, oder? Warte mal, halt mal Stille. Nee. Also, weil das drück Zeug... Drück mal E. So, und jetzt Q. Q. Und jetzt E. Aha. Mann. Also, hier ist Laterit. Nee, das grüne Zeug. Aluminiumerz habe ich gefunden. Hast du mir nicht vorhin gesagt, irgendwie, Ich habe gesagt, ich habe Laterit gefunden. Hast du gesagt, ja super, das brauchen wir. Ja, Malachit hatte ich, habe ich verwechselt. ja, wir brauchen ja Kupfer. Wir müssen ja Kupfer. Kupfer brauchen wir für die ganze Energieversorgung. Was wollen wir mit Kupfer? Ach so, Klappi, das machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge finden wir Kupfer. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sind raus und in der nächsten Folge, wie gesagt, gibt's Kupfer und ein bisschen mehr in Sachen Energieversorgung, weil da bis dahin haben wir auch die Forschungsabteilung und da können wir auch die großen Sachen noch bauen. Ja, und ja, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis dann. Macht's gut.